Einheit geht es um Rumpfstabilität. Sandra, voll cool, dass du wieder dabei bist bei unserem heutigen Workout. Ihr fragt euch sicher, warum sollen wir den Oberkörper und den Rumpf trainieren, wenn wir uns doch fürs Skifahren fit machen wollen. Warum eigentlich, Sandra? Also klar, jeder denkt beim Skifahren in erster Linie an die Beine und man vergisst sehr oft, dass man mit einem stabilen Rumpf vieles besser Skifahrt, viel ökonomischer Skifahrt, viel sicherer Skifahrt und auch die Knie dabei schont, weil ein stabiler Rumpf damit auch weniger Druck letztendlich auf die Knie bringt. Und jeder hat schon mal gesehen, speziell beim Skifahren, Unebenheiten kommen natürlich vor, egal in welchem Gelände, ob auf der Piste oder eben beim Freeriden. Und es ist extrem wichtig, dass man mit einem stabilen Rumpf alles ausgleichen kann, was unten aus der Füße ist. Und das ist definitiv mehr Spaß mit einem stabilen Rumpf. Genau, deswegen starten wir heute mal unser Rumpf-Workout. Zwar heraus, man konnte es natürlich auch drinnen machen, im Fitnessstudio durchführen, aber es ist halt noch so ein schöner Tag und deswegen führen wir heute das Rumpftraining mit unserem eigenen Körpergewicht hauptsächlich durch und ja, einfach was wir so in der Natur finden. Eine unserer Lieblingsübungen ist einfach der Plank. Ganz klassisch, Unterarmstütz und auf den Ballen und dann aber wirklich schauen, dass man einen geraden, also die Wirbelsäule gerade ist, wirklich einen stabilen Rumpf. Man muss bei der Übung ganz zentral den Bauch anspannen, versuchen den Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule und diese Position einfach halten. Schaut super einfach aus, ist aber schon eine gute Übung auch zum Starten. Und dann könnte man natürlich Variationen einbauen, indem man einfach einmal ein Bein liftet, abwechselnd jeweils für ganz kurz, einfach nur 2-3 Sekunden. Genau, und da immer wieder immer schaut, dass man speziell im Oberkörper, also sprich im Rumpf, die Aktivierung, die Spannung halt, oder auch zum Beispiel meinen Arm wegtun. Genau. Oder als Königsübung wirklich ein Bein und ein Arm weg. Ja, genau. Und es ist ganz entscheidend, da wirklich diese Spannung zu halten. Speziell im Bauch, jawohl. Immer nur kurz, um einfach das auch wirklich nicht zu überstrecken. Falsch wäre jetzt und Übungsabbruch definitiv ist, wenn wir da durchsinken, genau, dann wird man definitiv diese Übung auch abbrechen. Vom Plank ist dann die nächste Übung, die wirklich sehr super und effektiv ist, der Seitstütz. Sandra zeigt es gleich mal vor. Wir schauen wieder, dass die Unterarme direkt unter der Schulter liegen. Den zweiten Arm kann man in die Hüfte einstützen. Das ist ein bisschen einfacher. Oder wie die Sandra gerade gemacht hat, nach oben strecken. Wir schauen, dass die Achse zentral ist, also dass wir uns den Oberkörper nicht nach vorne oder nach hinten verdrehen, sondern dass wir einfach schön direkt über den Unterarm liegen. Die Beine sind durchgestreckt. Dann kann man entweder die Übung einfach einmal halten, so wie die Sandra jetzt hat, ca. 30 Sekunden pro Seite. Und wenn man es ein bisschen dynamischer machen will, haben wir auch verschiedenste Variationen. Zum Beispiel das obere Bein zu heben oder die Hüfte abzusenken und wieder anzuheben. Übung haben wir jetzt gerade gemacht, das ist der Superman. Die Sandra macht es gerade noch vor für euch. Trainiert hauptsächlich im Rücken und natürlich auch, weil es einbeinig ist, die Beinachse. Da gibt es auch wieder verschiedenste Varianten, wie wir es schwieriger machen können. Genau, also wichtig ist, dass wir einen stabilen Stand haben. Die Sandra zeigt es eh perfekt vor, dass die Hüfte in einer Achse bleibt, dass die nicht rotiert. Der Rücken ist gerade, der kann sich aber ruhig ein bisschen krümmen, wenn sie die Arme anzieht. Und dann schauen wir, dass wir wirklich eine schöne Streckung haben, dass wir die Arme so weit ausstrecken, wie es möglich ist. Wenn man die Übung ein bisschen schwieriger machen will, dann kann man auch ein Gewicht in die Hand geben, eine Hantelscheibe, eine Kettlebell, eine große Wasserflasche zum Beispiel. Macht es gleich nochmal um einiges anstrengender, vor allem im Rücken. Und dann gibt es natürlich auch bei der Übungen Variationen. Wenn die Sandra jetzt zum Beispiel
die Beine und die Arme zur Seite ausstreckt. Dann kommt natürlich der Gleichgewichtsaspekt auch noch dazu, was ein bisschen anspruchsvoller macht noch die Übung. Zum Einbauen ist Beine heben seitlich, und zwar wirklich über diese seitliche Bauchmuskulatur. Kann mich da vorne abstützen oder eben auch nicht, ganz leicht, also je nachdem. Und ich spüre da, oder kannst du selber, ich greife da immer ganz gern her. Wenn du da hergreifst, das spürt man wirklich ganz gut, wie gut das Ganze aktiviert wird in der seitlichen Rumpfmuskulatur. Genau, also da ist auch wieder wichtig, ist eine gerade Wirbelsäule, gerade stabile Position. Das geht schon gut rein, oder? Ja, ich mache jetzt gleich meinen Seitenwechsel. Eine meiner ganz neuen Lieblingsübungen für die Rumpfmuskulatur, speziell für die Bauchmuskulatur, Susi. Bist du bereit? Oh ja. Und zwar, die Susi liegt am Rücken. Du hebst einmal die Beine. Quasi wie bis zur Kerze. Ja, genau. Genau, ganz hoch. Da ist sie immer stabil. Das ist schon mal die erste Spannungsübung. Und jetzt versuchst du bitte so langsam wie es geht, die Beine Richtung Boden zu senken. Genau. Langsam senken, 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 senken. Und die Beine darfst du dann ruhig mitnehmen. Genau, und da ist jetzt eine Riesenspannung drinnen. Und wir versuchen auch die Lendenwirbel wirklich Richtung Boden zu drücken. Beine Richtung Boden, Lendenwirbelsäule drückt Richtung Boden, das heißt, ich muss da ganz stark aktivieren und dann kann ich die Beine wieder heben. Genau, also langsam wieder Richtung Boden, Spannung halten, Spannung. Spannung ist ganz gut jetzt im Bauch, oder? Ja, die geht rein. Genau, und dann kann ich es auch wirklich noch verweitern, indem ich jetzt die Beine quasi Richtung Boden, und da ist jetzt ganz zentral, also da darf ich jetzt einfach keinen Platz finden, um zwischen in deine Lendenwirbelsäule reinzukommen, sondern da muss ich jetzt wirklich ganz speziell über die tiefe Bauchmuskulatur Richtung Boden drücken. Und wenn die Susi jetzt gerade am Boden liegt, habe ich noch eine super Partnerübung gleich für sie. Und zwar greifst du bitte einfach mal mein Sprunggelenk, gibst mir die Beine nach oben und du bleibst quasi nicht, schmeißt die Beine nach unten und du fängst sie auf. Ja, genau. Seite. Gerade. Jawohl. Ja. Eine Übung, was noch gar nichts ausschaut, aber wir werden gleich merken, wie gut die eigentlich wirklich für den Rumpf ist. Ist eine super Partnerübung, kann man natürlich alleine machen. Mit Partner ist es anschaulicher. Das heißt, ich strecke meine, also ich habe meine Arme ausgestreckt und die Susi versucht wirklich mit ihren zusammengeschlossenen Handflächen meine Handflächen zu berühren und das so schnell wie es geht. Das ist einfach super für den Rumpf, hast du gerade gemerkt. Das ist wirklich ganz extrem entscheidend, auch wieder, dass man die Hüfte stabilisiert und wirklich auch die Rotation im Rumpf damit aktiviert und auch die Rumpfmuskulatur wirklich extrem vielseitig fordert. Das Ganze würde auch zum Beispiel mit oben und unten gehen. Ich glaube, wir sind uns einig, beim Rumpftraining ist es nicht entscheidend, die Wiederholungszahl vorzugeben, weil die Übungen sind viel zu unterschiedlich. Manchmal sind 25 Wiederholungen super einfach, manchmal sind 25 Wiederholungen sehr viel. Das heißt, mein Zugang ist ganz klar beim Rumpftraining, so viele Wiederholungen wie geht, plus 3, ganz genau. Wir haben uns jetzt heute darauf geeinigt, unsere Übungsauswahl mit jeweils 3 bis 4 Serien zu machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung, vielleicht 6 bis 7 verschiedene Übungen mit jeweils 3 Serien. Ich glaube, dann darf man von einem ordentlichen Rumpftraining sprechen. Genau, dann geben wir jetzt ordentlich Gas.